Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout London. Gefängnisausbruch war jetzt ganz erfolgreich, dann schauen wir mal, dass wir zum Safehouse kommen. Scheint aber auch nicht allzu viel im Weg zu sein. Aber gut, jetzt haben wir wenigstens einen Schnellreisepunkt auf der anderen Seite. Müssen wir nicht nochmal durch diesen Kanal durch. Das ist ganz angenehm. So, schauen wir mal, was hier drin erwartet. Ob die jetzt schon angekommen sind, ob wir die jetzt auch noch suchen müssen. Aber ich denke schon, dass die hier angekommen sind. Das sollte ja soweit passen. Ist ja normalerweise immer so verknüpft oder getriggert mit den Missionen. Get in here. Lock the door behind you. We did it. I can't believe we pulled it off and we're all back in one piece. My heart is literally beating out of my chest. You should have seen how those syndicate dogs scattered when the bomb went off. Like little puppies leaving trails of piss behind them as they ran. I've got to be honest. I was not thrilled to see you when you first showed up. But I'll be damned if you didn't save the day. Thank you. Okay. Ja, ich helfe gerne. Well, it's very much appreciated. I'm sure Blind Nelson and Gaunt will feel the same way. Good to hear your voice, Gaunt. And thanks to our trusty lab right here, me and Uma are alive and kicking. Oh, he's not gone. It's Johnny. Christ, it's good to hear your voice too. You guys shouldn't have run off like that. Gaunt won't best pleased. Threw a chair at Nelson, he did. Yeah, they're right here beside me. Oi, Labra, nice work out there today. I think I speak for everyone on this end of the microphone when I say you finally proved yourself loyal to our little family. I better come back to see what Gaunt has to say, though. Better get your bums back to the Swan when the heat dies down. Over and out. Over. Over. Alles klar. I wouldn't tarry if I were you. So, next level up. Need help. Ja, tatsächlich. Ja, einmal die Dings bitte. Einmal meine Sucht heilen. Take care. Danke. So, oh ja. Kann ich das jetzt eigentlich drunter ziehen? Leider nicht. Schade. Ja, dann passt es aber erstmal soweit. Geld mitnehmen. Ich glaube, sonst ist hier auch. Oh. Mhm. Sammelkarten gibt es also auch noch, natürlich. Können Sie hier in dem Safe House noch ein bisschen umschauen? Das ist leider nichts. Klavierspielen ist auch nicht, wie mir scheint. Ja, aber das sollte passen. Okay, dann ja, gehen wir nochmal zu, reise ich gerade nochmal schnell zurück zum Swan. Bis gleich. Gut, haben wir wieder angekommen. Ach schon, wir hatten auch den Level up, ne? Jawohl. Nehmen wir natürlich mit. Hm.
Mir vielleicht auch noch eine Idee. Ja, aber erstmal Charisma. Auch mitziehen. Okay. Ja, dann lass mal eine Runde reden. Well, well, our little wayfarer has returned. You're looking in a lot better nick than when we first found you, I must say. I've been paying mind to what you've been up to down there. Seems you're not a bad sort, the old mucker. So listen, I got an opportunity for you. You can keep on doing odd jobs for us. Help out here and there for a few tickets. Or you can step up to the big game. I'm offering you the chance to join the ranks of the vagabonds. Join our family proper. Your blood becomes our blood. Our fate becomes your fate. What do you say? Ja, schon mal nicht schlecht. Was wäre für mich dabei drin? Weapons, armor, support. A bit of status in the street and protection if you're ever in a corner. Us vagabonds look after our own. Now, we ain't the only gang about. But unlike the rest, we ain't leeches. We ain't lording it over others. And we ain't fucking lunatics. You want to be someone's pawn? Go somewhere else. You want to be part of a real community? This is the place to be. Okay, warum möchtest du, dass ich euch beitrete? Truth be told, I'm not sure of you myself. But Blind Nelson says he smells something special about you. And I'd be fucking balmy to ignore his nouse. I've got me some big plans coming up. And if you've got the right skills, you could play a big part in them. Cool. Ja, und was ist, wie sieht's mit den Vagabunden aus? Wie geht's da weiter? In a word, revenge. We've been at war with the fucking Isle of Dogs Syndicate for 10 years. And for too much of that, we've been on the back foot. We need to switch things up. Take the war to them and win it. Win it for good. Ja, und wenn jeder Tropfen Blut vergossen wurde? Getting heavy, aren't we? Well, all I have to say is that's a bloody cup I want to savor every drop from. I'll suck the maggots from the filthy dog's flesh if I have to. Okay. Ja. Das würde dich wirklich glücklich machen? Yes. Yes, it fucking will. Okay. Alles klar, ich bin interessiert. Glad your gun's on our side. That's what I like to hear. But now, let's not get ahead of ourselves. I still have a task for you before you join proper. We're on a war footing. And every new recruit has to prove their value for the effort. You want to join the vagabonds? You gotta show your loyalty and your worth. The job is straightforward. Put down a dog and bring me its collar. Not just any dog, though. I want the blood of a syndicate enforcer captain, and I want its lapel pin in my hand as proof of the deed. Do that and you'll truly be one of us. Speak to Nelson for more info. The other lieutenants can kit you out with some gear. Ah, alles klar. My mother wanted me to be a farmer, but I get me hands dirty in other ways. Dann gucken wir doch mal. How you doing, mate? Ja, können wir auch mal fragen. Ja, aber ich hier ist eine Runde Hunde jagen. ja, Gorn sagt, ich sollte dich nach Ausrüstung fragen. Hey, no trouble. I had fresh deliveries of chems and medicines today. Which would you rather have your mitts on? Medizine bitte. Here you go, mate. If you hang around, cool. Hey, do, mate. Dann hast du noch was zu tun? Huh. Well, if you're out and about, then can you get me some decent booze? I've not been able to venture out lately. And I'm getting sick of all what's down the bar. Irgendwas Bestimmtes? Any new brewer sent me right as rain.
Gin Cocktail. How you doing, mate? Be seeing ya. Okay, weiter geht's. Hello, young Plum. Genau. Ich sollte jetzt einen Syndicate Enforcer umlegen. Kannst du mir ein bisschen helfen? Help? I can't help with that. Can't even see enough to help you. Haha. You gotta do this on your own. No handholding. But I'll give you a bit of background so you know what you're in for. The Syndicate has an enforcement division known by locals as the Sniffers. Their whole job is to keep the peace, as they call it, meaning meeting out a bit of the old ultraviolence against anything they consider subversive. Pretty cruel bunch by all accounts. They tend to wander around in small groups around Millwall, looking for trouble. You'll find a few round Tower Hamlets and the Dome too. Each group has a captain, and they're usually smart and tough. You want to get that pin off their collar, you gotta be smarter and tougher. And they ain't the complacent type, so don't expect no shortcuts here. Like I said, no handholding on this one. You're on your own, I'm afraid. Do please try not to die. More bodies getting shot, okay. Don't never hurt anything. Ah, wir angekommen. Hello, young Plum. Ja. Gorn scheint aber ziemlich auf seine Rache aus zu sein. Weißt du warum? You ain't heard. The Syndicate done in his mum and dad. Happened about 10 years ago, what we call the Red Treaty. Was supposed to be a peace treaty. Gabriel Gaunt joining with Thomas Black to form a united front after driving out the Normans. But Black took the opportunity to take out the whole senior leadership of the Vagabonds. And out of the wreck, he grabbed most of East London. Okay, was ist jetzt dabei passiert? Standing next to Gabriel when they shanked him. Last thing I saw was him slumping to the ground whilst they grabbed his Mary. Last thing I saw. Then, instead of killing me, they plucked my eyes out. Said I would be the only witness, and that's all I could live for. A cruel one, that Black. Cruel and clever. He wanted me to live as a show of what happens when something gets in his way. Aye, and what a useful prop I've been since. Mhm. Was mit Sebastian passiert, nachdem seine Eltern gestorben sind? They were only young, but he took over the gang as soon as news broke of what happened. It were hard at first, but we stuck by him and he's kept the gang going. I'm right proud of the lad, I'll tell you that. Na, immerhin. Okay, dann mal etwas anderes. Badly. Cheerio. Cheerio. No. We need the numbers. Gut, dann hier nochmal reden. Alright, Labra. What can I do for you? Gott will, dass ich einen Syndicate Captain erledige. Kannst du mir ein bisschen was geben? Gaunt wants more fill of blood, eh? Time to kill us some more doggies. Ah, well. If that's your job, then I can help you live through it, I hope. If you're planning a straight fight, then I can give you some armor. But if you want to be all tactical-like, then you can't go wrong with some well-timed grenades. Okay, du willst nicht noch mehr Blut vergießen? You ever stop to wonder where it ends? They kill us, we kill them. Ah, never mind. Probably just a shrapnel talking. Now, what gear were you after? Ich glaube, ich nehme tatsächlich die Rüstung. Sure thing. Here you go. Hm? Ah, du hast schon was zu tun, ne? Alright, Labra. What can I do for you? Irgendwas, was ich für dich erledigen kann? Since you ask, I could do with someone fetching something personal down Millwall way. I used to go to St. Edmund's Church there, and the old songs have been on my mind lately. Fancy popping along and nabbing a hymn book from there? Alles klar. Champion. My mother wanted me to be a farmer, but I get my hands dirty in other ways. Hab ich da sogar schon was? Alright, Labra. What can I do for you? Ne. Righto. Dann die anderen noch unten. Ah, Anthony wahrscheinlich. What you after? Ja, ich soll einen Syndicate Captain erledigen. Kannst du mir was geben? Sure, I guess you need the right weapon for the job.
You fancy a shooter or a slicer? Waffe bitte? Right, here you go. Also, ja. What you after? Hast du irgendwelche anderen Jobs? Lead. Blei. Yeah, lead. Heavy stuff. Need it for making more ammo? Go get me some. Okay. Ich denke, ich werde schon irgendwo was finden. Good sport. Vier Stück. Look where you're going. If you touch me again, there'll be consequences. Immer noch hier belegt. Na gut. Schauen wir uns mal gerade die Waffe an. Die es gab. Ja. Vielleicht nicht verkehrt. Gut. Dann, genau. Gin Cocktail. Jupp. It's getting shite done, never hurt anything. Didn't your mom teach you better? Can I help you? Ja, genau, irgendwelche zynischen Sachen noch da für mich? Certainly. Here's what I've got. Na gut, ich muss aber kaufen. Dann kann ich denn was verkaufen? Ja genau, das kann ich noch anziehen. Stimmt. Halte ich jedenfalls mal. So. Sollte passen. Jetzt noch ein bisschen Munition. Hm. Ja gut, und Stimpaks sind halt schweineteuer. Ne, passt so. Danke. Ja, alles klar. Dann schaut doch mal, wo jetzt der... Wieso? Ach so, weil das wahrscheinlich wieder verbuggt ist, die Quest. Und da muss ich halt irgendeinen der Enforcer finden. Wahrscheinlich. Genau, ich würde gerade die Rüstung noch anziehen. Bevor ich das verpeile. Hm? Okay. Und wie die sich so macht?
So, dann gucken wir einfach mal, ob wir eine Links finden. Irgendeine Kirche, wo wir dann ein paar Bücher rausschnappen können. So, ah ja, gut, guck mal, dann ist Sid auch weitergekommen. An der Schreiberei, cool. So, und ihr seid jetzt wahrscheinlich feindlich. Ja. Alles klar. Auch nicht so das Wahre. Ah, da haben wir es schon. Okay. Gut, das ging schneller als gedacht. Alles klar. Das hier sieht ja nach einem Friedhof oder so aus. Also bestimmt eine Kirche in der Nähe. Ich glaube, ich wechsle gerade nochmal. So, lecker, lecker. Sieht aber alles nicht nach Kirche aus. Ah, ihr könnt vielleicht Hilfe gebrauchen. Hallo. Ja, das sieht ja alles nicht so nach Dings aus. Doch leider nicht angezeigt, wo was ist. Ist auch nicht viel ausgehalten. Oh. Eis? Kein Eis. Ja, keine Ahnung, wo ich hier so ein Dings herkriegen sollte. Das ist Gebetsbücher. Ah ja, genau, hier sind wir das letzte Mal hergekommen. Ne, das ist ja wieder das Amazon-Gebäude.
Zumindest Vault Zone ja in dem Falle. Ich fürchte, so viel können wir das erstmal nicht reißen. Das könnte vielleicht so eine Art Kirche sein, oder? Oder einfach eine Ruine. Na, sehr gut. Sehr gut. Ah, okay, die Ruinen. Dann haben wir sie. Allerdings schätze ich, dass wir da nicht so freundlich empfangen werden. Ah, wir sollten es auf jeden Fall nochmal heilen. Schauen wir mal da rein. Okay. Hi. If you're buying, I'm selling. Ja, was hast du denn? Take a look. Jimmy Head, okay. Also halt auch. Zeug, so. Ja, nicht so viel mehr Schaden. Das ist okay. Irgendwas, wo ich Dings rausholen kann? Nee. Wo ich halt Blei rausholen kann? See you later. Alles klar. I can taste the first pint on my lips already. Ah, das sind Kondome. Ah, alles klar. Ich verstehe. Can't wait for today to be over. Knackered. Na gut. Und kannst du auch hier nicht hinlegen. Alles klar, dann vielen Dank. Bis später.
So, dann können wir auch nochmal die Folge beenden. Dann, ja, muss mal gucken, ob ich mir noch ein bisschen weiter umschaue, dann mal gucken, ob ich das einfach zurückgehe. Hier war ja noch ein Pub, vielleicht gehe ich mal in den Pub und gucke mal, ob ich da noch irgendwas finde in der Nähe. Eventuell auch diesen Gin-Whisky oder was wollte den Gin-Cocktail wollte haben. Ah ja, und passenderweise stürzt das Spiel jetzt auch ab. Okay, gut, dann bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao, ciao.